So, meine lieben Leute, ich muss, wie gesagt, ich muss mal gucken, ob es funktioniert. Ich traue dem Ganzen nicht. Ich muss sagen, mit OBS bin ich aber auch nicht ganz so zufrieden. Aber jeder nimmt, glaube ich, mit OBS auf, ne? Weil ich habe das Gefühl, die Aufnahmen lecken dadurch. Ich meine, das Spiel leckt ja schon so einigermaßen, wenn es gewittert und so. Aber ich habe das Gefühl, mit OBS alles noch intensiver. Ich hatte jetzt eine Folge heute oder gestern rausgehauen. Und die war dann, die war nur am Lecken. Und das fand ich scheiße eigentlich. Beziehungsweise am Ende hat sie geleckt, ne? Das fand ich dann so ein bisschen kacke einfach, ne? Schade eigentlich. Weil OBS ist eigentlich sonst relativ stabil, meiner Meinung nach. Ja, mal gucken. So, wir sind hier noch weiter am Bauen. Ihr seht schon, ich habe schon ein bisschen wieder was gemacht. Und, ich kann mich da jetzt nicht von abbringen, jetzt erstmal hier ein bisschen weiter zu bauen. Wir werden auch noch, vielleicht, wenn nicht in dieser, aber auf jeden Fall in der nächsten Folge, wieder die Insel plündern da hinten und versuchen, Tape zu finden. Wir wollen diesen scheiß verkackten Hai nochmal irgendwie in den Arsch treten. Das müssen wir auf jeden Fall auch nochmal irgendwie auf die Kette kriegen. Mal gucken. So, komm. Nee, du sollst dahin, Kollege. Da sollst du hin. Nicht hier vorne. Genau. Was? Achso, jetzt daneben halt so. Okay. So. Klasse. Bam. So, jetzt hier noch eine normale Wand, dann da eine Fensterwand und dann hier eine normale Wand, dann hier Fensterwand, normale Wand. Bingo. Fertig. Dann hier Treppe hoch, zweite Etage, dann oben alles machen, wie ich das hätte gerne hätte. Jo, das läuft, ne? Oder? Ja. So. Ich sagte normale Wand, ne? Richtig. Ich muss mir mal ganz kurz mal gleich die Dings nochmal anschauen. Ich habe auch noch eine Plane, aber ich finde diese Planwand, ne, das sieht kacke aus, sieht aus wie Baustelle, will ich nicht. Machen wir nicht. Das machen wir nicht. Abgelehnt. Einfach abgelehnt, Leute. So, reicht das noch für eine Wand? Nein, reicht nicht. Auch nicht mal für eine Fensterwand. Ach, ist das... Ah, guck mal, deswegen sind es, weil die immer... Ja, kosten nicht so viel, ne? Ganz sicher. So, was kostet hier so eine Tür jetzt mal? Ja, da brauchen wir Seile oder hier zwei solche Plankendinger, die wir auch nicht mehr haben. Container-Door. Moment mal, ich hatte doch eigentlich Container-Door, aber die konnte ich nicht mitnehmen, ne? Was ist das mit dem Boden? Was hat sich das damit auf sich? Einfach nur... Boden. Okay. Ja, gut. Könnten wir auch noch machen. Aber man kann sich ja so einigermaßen vorstellen, wie es dann werden soll. Ne? Ich habe mir nochmal zwei Palmen hier nochmal hergeschleppt. Da müssen wir nicht immer... Oh, guck mal, ich habe mir sogar noch einen Stock hierher gehauen. Das ist auch sehr gut. Tür bauen wir uns sicherlich auch noch rein, das ist ganz klar. So, hack es kaputt, mein Freund. Hack es kaputt. Sehr gut. So, gehen wir mal hin. Zwei Stück haben wir am Start. Mal gucken, es reicht ja erstmal. Hauen wir hier direkt nochmal... Dass ich das immer neu anwählen muss, ist natürlich ein bisschen kacke immer, ne? Aber hey, man will sich darüber gar nicht beschweren. So. Und eine Wand. Na, nimm natürlich... Nimm mal die nochmal. Die letzte davon, okay? Oh, nein. Finde ich irgendwie... Sieht cool aus mit diesen Palmblättern einfach irgendwie. Hat so einen gewissen Charme, den ich leiden mag. Oh. Oh, komm. Ah, jetzt aber. So. Cool. Jetzt hier nochmal eine Fensterdings und Dingsbumpbums. Geile Sache. Ich find's super, super cool. Wie viel habe ich jetzt gerade noch da am Stöckern? Zwei. Okay. Na komm. Na? Hack es kaputt, mein Freund. Wir brauchen noch nur zwei, ne?
Aber warte mal, dann kommt den auch nochmal schnell kaputt. Hoffentlich habe ich dann auch einen Stiel da. Ja, einen Stiel habe ich noch. Super schön. Ja, ist Feierabend. So. Doch, die Türen machen wir nochmal und ein bisschen Dach auch noch, ne? Beziehungsweise es kommt ja hier eine zweite Etage rein. Es kommt ja nicht so gesehen. Geht das auch so? Pass auf. Nee, geht leider nicht. Och, ist das doof. So, nochmal neu alles einhacken. Na, was soll's. So, ein Fenster. Da haben wir es doch. Pups. Perfekt. Das soll auch kein Lager sein. Lager kann man sich so mal irgendwie bauen. Das soll tatsächlich ein Wohnraum sein. Ich weiß noch nicht, ob man sich irgendwann ein Bett bauen kann oder so. Was ich natürlich auch ziemlich cool finden würde, ne? So ein Bett hat was. Da müsste man nicht immer auf dem Boden schlafen. So, die Wände stehen. Geil. Ich bin begeistert. So, was haben wir an Roof? Oder müssen wir Floor bauen? Nee, müssen wir. Guck mal hier, das ist so ein Roof. Hätten wir noch da tatsächlich? Was ist das? Eine Ecke, ne? Richtig. Auch eine Ecke. Aha, okay. Kann man richtig so eins zusammenbauen. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Aber wir brauchen Floor wahrscheinlich. Ja, den kann ich ja auch hier ranpieken tatsächlich. Okay, cool. Ach, brauche ich gar nicht bauen. Ist schon heil. Super cool. Und jetzt eine Treppe hier ran. Und ich wäre höchst zufrieden. Wenn man denn natürlich um die Ecken kommen würde. Ja, aber das sollte klappen, oder? Ich weiß nicht. Habe ich noch Woodsticks am Start? Nee, ja, nicht mehr so viel. Warte mal. Eine Treppe muss ich gleich nochmal ausprobieren. Ja, ne? Kriegen wir hin alles. Wir könnten hier unten so ein kleines Legerchen bauen. Ein Lager. Brauchen wir Dings noch, ne? Für die Treppe brauchen wir, glaube ich, noch Seile. Na gut, dann machen wir das doch. Überall liegen diese Dinger hier verteilt. Pusten die hier durch die Gegend? Ich weiß es nicht. Ja, schade, dass meine Aloe Vera irgendwie kaputt geht. Ach, ich verstehe es auch nicht. Es hat doch geregnet jetzt zweimal, seitdem wir wieder heute aufnehmen. Und es reicht wahrscheinlich nicht. Ich verstehe es nicht. So. Mach auch gleich direkt zwei, glaube ich, wa? Ach, komm schon, Freundchen. Ach, komm schon, Freundchen. Ach, komm schon, ach, komm schon. Ach, komm schon. So. Ja, dann machen wir das gleich erstmal später. Ich bin einfach froh, dass wir hier schon so was Schönes bauen. Dass wir schon was nachweislich, eine schöne Base hier haben. Aber was mich stört natürlich, diese gigantische... Ey, aber es ist eine Dschungelbase. Mein Gott, ja, regen wir uns nicht drüber auf. Zwei Türen brauche ich gleich noch, aber erstmal kommt die Treppe. Und ein bisschen Boden, ja. So. Hüpfen muss man schon. Aber es funktioniert. Klein und kompakt. Mega geil. Ich bin mehr als zufrieden. Geile Nummer, Alter. Wirklich richtig toll sowas. So, lass mal ganz kurz nochmal zwei Palmen hacken oder so. Die hier ranschleppen. Und dann gucken wir, dass wir gleich mal Tasse haben. Was sagt unsere Energie hier? Müssen wir halt mal wieder was trinken und essen. Muss mal ganz kurz nachlegen. Das ist wichtig. Damit gleich nichts zu trinken mehr. Da haben wir noch einmal. Hä? Wo ist das jetzt hin? Da vorne. Ah, guck mal, wir haben noch einmal so einen Schluck Wasser hier drin. Das ist schon mal super. Und jetzt. Quatsch. Genau lecken. Sehr gut, er legt es dann auch. Ich bin mehr als begeistert. Es funktioniert ja. Hör mal mit.
alles mehr als super toll. Jetzt liegen hier auf einmal die Woodsticks durch die Gegend hier. Das ist ja... Oh, Krankenwagen auf der Insel. Super. Aber eigentlich brauchen wir noch keine Hilfe. Soweit. Dann haben wir aber auch bald keine Palmen mehr, ne? Das ist auch gleich erledigt alles. Ja, dann nimmt er mit. Bleibt hängen, dieses Mistding jetzt, ne? So eine schöne Dreierpalme, glaube ich. Schön groß. Ja, ich nehme damit sogar. Wo bleibt mich denn jetzt hängen, bitte? Ich bin irgendwo festgepackt. Nimm sie mit, die Palme jetzt. Und verursache hier jetzt keinen Stress. So. Nice work. Okay. Ich vermute mal nur, dass wenn wir jetzt hier über... Genau. Da über, genau hier. Was machen? Können wir hier nicht mehr rauf, ne? Das ist natürlich... jetzt habe ich gerade so ein... Weiß nicht. So ein Seufzer gehabt mitten beim Reden. Genau das ist natürlich schlecht. Aber hey, was soll's. Ist halt so. Schade, kann ich mehr. Mal gucken. Mal gucken, ob da jetzt noch eine Wand drüber passt. Vorsichtig. Nochmal zum Ausprobieren einmal. Zip, 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 zip. Kleine Fensterwand hin. Machen wir oben normales Holz. Geil. Hast du es schon denn gemacht, ne? Ja, sieht ein bisschen chaotisch aus, aber hey. Und jetzt nochmal hier daneben drauf, das wäre auch geil, wenn das gehen würde. Nehmen wir den nochmal mit. Muss mir gleich dringend mal irgendwie... Oh, na, das war doch nicht gewollt. Dringend muss ich gleich mal... Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. So. Da jetzt noch mal eine Fensterwand daneben. Ja, gut, machen wir das. Bombe. Es klappt also, so wie ich das mir vorstelle. Das ist ja mehr als sexy quasi, ne? So, dann machen wir noch mal ein bisschen
Zweimal Boden. Ah. Wie jetzt? Alle oder? Nein. Da liegt noch einer. Ja. Ich überlege gerade was. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch eine Tür unbedingt. Ja, und hier definitiv nochmal was ranschmeißen hier. Komm, hau raus jetzt, Junge. Was habe ich da? Achso, wir brauchen noch Seile, genau. Und eine Tür wollte ich bauen, richtig, genau. Sag mal, habe ich das schon wieder vergessen? Aber guck mal, wenn ich jetzt ein halbes Dach machen würde. Das würde doch klappen, oder nicht? Hier, pass mal auf. Kann ich das drehen? Geht das? Weil das hier dran ist? Warte mal. Ne, möchte den dringend irgendwie... Habe ich das Gefühl, da dran haben. Aber ich möchte ihn hier viel lieber... Wenn das kein Problem bereitet. Nur wenn das kein Problem bereitet, möchte ich das ganz gerne... Kann ich ihn drehen? Nein, kann ich nicht, ne? Bestimmt kann ich ihn drehen, ich bin doch zu doof. Egal, wir kommen hier jetzt hoch und das Ding ist wirklich so halb zu aus. Ich bin der König der Welt und so weiter. Cool. Ja, was ist der Plan? Wir müssen jetzt nochmal eine Tür bauen. Pass auf, wir versuchen nochmal zwei so Dinge jetzt hier einzubauen. Und dann machen wir eine Tür. Eine erstmal. Das heißt, wir müssen uns jetzt nochmal Seile herstellen. Dann sollten wir uns versorgen. Und in der nächsten Folge gehen wir wieder auf Reisen. Tut mir leid, ich bin so euphorisiert. So. Das macht ja aber nichts. Man darf das ja auch mal sein. So, ups, was war das noch? Ja, super geil. Das ist natürlich ärgerlich mit der Aloe Vera, dass das hier nicht so ganz hinhaut, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber hey, was soll's, ne? Ganz klar, braucht Wasser. Aber dass das Regenwasser nicht ausreicht, hätte ich nicht erwartet jetzt. Also, da war ich ganz anders davor. Hier ist gar keine Palme mehr. Wir haben keine Palme mehr bald, ne? Ich glaube, wir lassen das jetzt auch bald. Die Insel auszuplündern. Aber es fehlt uns auch eine Palme. Irgendwo ist doch uns eine Palme noch irgendwie weggesprungen. Da, nehmen wir die doch. Die ist doch cool. Das sollte noch lang. Das, was natürlich sehr traurig ist, dass meine Bird Trap nichts geworden ist, ne? Da ist nichts draus geworden. Echt schade. Achso, ich wollte kurz gucken, ob ich die Palme überhaupt noch dabei habe. So. Dann fangen wir mal mit der Tür an jetzt erstmal. Wie viele Stöcke habe ich noch am Start? Gar keine. Gut. Gib uns eine wunderschöne Tür. Damit das nicht mehr so zieht, ne? Wir wohnen ja auch nicht in der Höhle. So. Yay. Hübsch, hübsch. Und auf ist die Tür. Mann, das sieht aber toll aus. So. Voll wie so ein kleines Kind lasse ich mich dafür begeistern. Ja, ist aber toll. Es ist was Schönes. Schon schön. Es ist schon schön. Hoffentlich kriege ich zweimal mit. Also zwei Ladungen, das wäre schon sehr, sehr hilfreich.
Ach, danach ist auch alle, ne? Naja, gut. Wollte ich auch noch machen. Noch zwei solche Flurdinger, da hätte ich beinahe gesagt, zwei solche Böden. Geil. So. Oh, jetzt habe ich was Hochwertigeres gebaut. War mir jetzt nicht so bewusst. Das ist scheißegal. Sehr hübsch. Sieht auch, glaube ich, ein bisschen besser aus, ne, als die anderen. Muss ich ja mal ehrlich sagen. Ob wir wie bei Ark hätte ich das erweitern können hier? So am Fundament da? Wahrscheinlich ja. Na, jetzt fehlten hier noch drei, dann könnten wir schon mit der nächsten Etage quasi anfangen. Muss mal ganz kurz mal die Bird Trap checken hier. Bird Trap, Fish Trap. Die habe ich aber seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Doch, da ist sie doch. Nee, ist sie nicht. Oh, ich häng fest. Die Fish Trap ist weg. Haben wir irgendwelche anderen Fische, die wir hier noch jagen könnten? Die Schildkröte. Da, warte, ich hab's gesehen, warte. Ne, ist ein Hai. Doch, den hier. Upsi, pupsi. Oh Gott. Ein dicker Fisch. Mit in meine Höhle genommen. Ey, das ist cool. Na komm, ich hol doch E gedrückt. E. Aber wahrscheinlich, weil ich das dicke Ding hier in der Hand habe, ne? Na komm, Grouper. Der Giant Grouper kommt hier nicht durch. Das ist aber bedauernswert. Oh. Wäre natürlich geil, wenn wir den Smoker und so was alles hier rein versetzen würden, ne? Dann müssten wir nicht immer die ganze Zeit irgendwie da hinten raus. Aber weißt du was? Scheiß doch erstmal noch einen drauf. Ach, wie schön. Moment mal. Entschuldigen Sie bitte. Ups. Und so, dann erfrischen wir uns einfach mal auf jetzt und dann fahren wir plündern. Das passiert aber auch allerdings in der nächsten Folge. Ich denke mal, für diese Folge haben wir erstmal genug gebaut. Und auch erstmal so im Allgemeinen für diese Base haben wir genug getan, glaube ich. Vielleicht mache ich gleich nochmal einfach ein bisschen, nochmal die drei Roofs nochmal oder so, keine Ahnung, irgendwie sowas in der Richtung. Und dann dampfen wir auch wirklich ab zur Base. Das heißt, wir müssen aber vielleicht optimalerweise noch einen Tag warten. Wir haben jetzt 10.03 Uhr. 10 Uhr, ja. Ich glaube, wir fahren diesen Tag noch hin. Keine Ahnung. Also, wir sehen uns. Ciao, Freunde.